Herzlich willkommen im Signal Iduna Park. Wer stoppt den BVB? Werder Bremen immer noch auf der Suche nach sich selbst, aber sie haben ja 3:0 gewonnen gegen die zweite Mannschaft von Inter Mailand. Hier sind die Aufstellungen. Der BVB mit Lewandowski von Beginn an, Barrios auf der Bank, bei Werder Bremen Pizarro nicht in der Startelf. Er soll kommen. Jetzt der Anpfiff vor 80.000. Wir sind noch in der Anfangsphase. Borussia Dortmund schon wieder auf der Suche nach dem gegnerischen Tor. 37 Mal haben sie schon getroffen. Diesmal versuchen sie es über die rechte Seite. Kagawa bekommt den Ball jetzt. Da ist die Flanke, da ist der Kopfball und da ist das Tor! 1:0, vierte Minute. Kevin Großkreuz hat's gemacht. Kagawa, über den wundere ich mich immer noch. Mit einer präzisen Flanke, etwa am Elfmeterpunkt, kommt das Ding runter. Und Schmidt, der sieht da ganz schlecht aus, hat sich verschätzt bei diesem Ball von der rechten Seite. Und Borussia Dortmund geht in der vierten Minute durch das Kopfballtor von Kevin Großkreuz, dem sympathischen Jungen aus dem Revier, mit 1:0 in Führung. So richtig erholt haben sich die Bremer noch nicht von diesem Schlag auf die Pauke in der vierten Minute. Aber immerhin, sie greifen an. Jetzt lässt er sich aber den Ball abnehmen, der Fritz. Und davon profitiert Kagawa. Der läuft in den Strafraum, kriegt den Ball dann nochmal und dann schießt er. Und Wiese ist unten. Aber das war so dramatisch, nur auch wieder nicht. Wir sehen das hier in der Wiederholung. Ein recht harmloser Schuss, keine ernsthafte Prüfung für den Torhüter von Werder Bremen. Ein Freistoß für Werder Bremen. Pasanen in den Strafraum. Kopfball und gehalten von Weidenfeller. Das war Frings, der ewige Thorsten, mit einem Kopfball, der durchaus ein bisschen heftiger hätte sein können. Weidenfeller hat ihn. Wenn nichts mehr passiert, nehmen die Dortmunder die knappe 1:0-Führung mit in die Pause. Und da sind sie wieder mit ihrem wunderschönen Kurzballspiel. Götze jetzt mit der Flanke. Und da fälscht einer ab und da ist der Ball beinahe im Tor. Der Brödel ist das gewesen. Und jetzt noch eine Ecke. Und die bringt nichts ein. Borussia Dortmund mit einer 1:0-Führung in der Pause. 54. Minute, es gibt einen Einwurf für Werder Bremen. Frings hat ihn, verliert ihn dann. Schmidt holt sich die Kugel wieder. Jetzt bietet sich Frings erneut an. Da strebt er der Eckfahne zu. Wann kommt die Flanke? Nein, da macht den Schalker Kreisel. Jetzt ist die Flanke da. Hand ans Außennetz. Da fasst er sich an den Kopf und wird gleich ausgewechselt. Pizarro kommt rein bei Werder Bremen. Der Torgarant, Fragezeichen. Und bei Borussia Dortmund, Blaschikowski, Kuba für Götze. So langsam wird es unheimlich. Borussia Dortmund führt mit 1:0, 4 Minuten vor dem Ende. Ballbesitz haben sie jetzt auch noch, aber sie verlieren die Kugel. Werder Bremen auf dem Weg zum BVB-Tor, noch in der Mitte der gegnerischen Hälfte. Auf der rechten Seite bietet sich Arnautovic an. Jetzt kriegt er auch den Ball, flankt er rein. Kopfball, Pizarro, Tor! 1:1, 88. Minute. Ich glaub's ja nicht, der Pizarro. Kusshändchen wirft er in die Menge der Werder-Fans. Schön angeschnittene Flanke, fast von der Eckfahne von Arnautovic, dem bösen Buben. Und Piszczek und Weidenfeller hätten beide die Möglichkeit gehabt, dieses Tor aus ganz spitzem Winkel zu verhindern. Pizarro ist nach seiner Verletzung wieder da. Schon in der Champions League gegen Inter Mailand hat er getroffen. Und jetzt macht er hier 2 Minuten vor dem Ende den Ausgleich für Werder Bremen und gibt damit den Bremern, die ja sowieso langsam Aufwind bekommen, eventuell die Möglichkeit, doch ein Pünktchen mitzunehmen. Ich glaube, die Dortmunder wollen immer noch alle 3 Punkte. Aber Werder Bremen hat den Ball, wird attackiert. Und Borussia Dortmund jetzt auf der rechten Seite mit Blaschikowski. Wird gefoult, setzt sich trotzdem durch. Dann weiter auf Barrios, der schießt aus kurzer Distanz. Abgewehrt, Tor! Tor! 2:1 in der 90. Minute. Kuba, Venceremos. Blaschikowski macht dieses Tor. Da war der Wiese noch mit den beiden Fäusten dran. Und dann der Kopfball und das 2:1 für Borussia Dortmund. Sind es jetzt die Dusel-Borussen? Nein, sie lassen nur nicht nach. Sie spielen bis zum Ende durch. Ich mache hier Wiese keinen Vorwurf. Blaschikowski in einem unbewachten Augenblick das 2:1 für Borussia Dortmund. Der frisch gebackene Fußballer des Jahres in Polen mit dem Siegtreffer für Borussia Dortmund. Und da ist der Schlusspfiff. Und Borussia hat zum 15. Mal hintereinander ein Bundesligaspiel ohne Niederlage überstanden.
steht unangefochten an der Bundesligaspitze und besiegt Werder Bremen. Verdient, aber ein bisschen glücklich am Ende mit 2:1. Wir verabschieden uns aus dem Signal Iduna Park. Ab nächsten Wochenende hören und sehen wir uns vom Millerntor, vom Spiel Pauli gegen Mainz 05. Tschüss.